Ja, das ist mir ein großes Anliegen. Ganz, ganz herzliche Glückwünsche für das Aktionsbündnis Patientensicherheit. Tolle Story, 15 Jahre. Und ich glaube, das ist etwas, worauf Deutschland sehr stolz sein kann, wie immer aus der Initiative heraus Einzelner. Und uns in Bonn am Universitätsklinikum hat das so überzeugt, dass wir ja bekanntlich mit APS schon 2009 eine Stelle eingerichtet haben, hochwertig, eine Professur für Patientensicherheit. Das war etwas Neues in Deutschland. Und Professor Schrappe war der Erste, der diese Stelle dann sehr kompetent ausgeübt hat. Dann anschließend, nach der Ausschreibung, war international gesucht worden und die Bewerberin, die dann die Stelle antreten konnte, war Frau Professor Mansa. Uns im Vorstand ist Patientensicherheit eines unserer höchsten Anliegen. Und wenn man Revue passieren lässt, was in den 11 Jahren passiert ist, ist das ganz viel, was man gar nicht leicht zusammenfassen kann. Das fängt an mit den üblichen Fragen im Bereich der Hygiene. Ich denke, Covid-19 hat nun auch jedem klargemacht, wie wichtig das ist, da gut interdisziplinär aufgestellt zu sein. Und wir hatten natürlich schon Antibiotik-Stewardship, Antibiotika-Fibeln lange bevor Covid ein Thema war, und die Arbeit, die dann jetzt in der Taskforce kontinuierlich geleistet worden ist, seit dem ersten Fall, die hat sehr viel mit dem zu tun, was Patientensicherheit schon vorher geprägt hatte. Dann ist aber auch sehr viel geleistet worden im Zusammenhang mit interdisziplinärer Arbeit. Es hat Trainingsprogramme gegeben. Das war auch ein Schwerpunkt von Frau Professor Mansa, wo die verschiedenen Berufsgruppen. Und ja, wir sind sehr dankbar der APS, dass sie uns da gefördert hat. Es hat sich eine sehr, sehr stabile Partnerschaft entwickelt. 15 Jahre ist schon eine stolze Zeit, aber wir würden mal für die nächsten mehreren 15 Jahre jetzt von Herzen alles Gute wünschen.